Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Chefsache. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Eines der Grundbedürfnisse der Menschen ist die Mobilität. Nicht auszudenken, wie die Welt aussehen würde, wenn wir nicht von A nach B kommen würden. Das Wie allerdings verändert sich. E-Mobility ist immer wieder zu hören, sprich Elektromobilität. Aber wie passt das zusammen mit den PS-Monstern, die wir heutzutage auf der Straße antreffen können? Dazu nachfolgender Beitrag. Auf Deutschlands Straßen sind rund 43 Millionen Autos unterwegs. Lediglich 7.000 davon fahren mit Elektroantrieb. Doch das soll sich bald ändern. Ziel der Bundesregierung ist es, die Zahl bis 2020 auf 1 Million zu erhöhen. 2030 sollen es bereits 6 Millionen E-Autos sein. Bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern verursacht ein Elektroauto etwa 622 Euro Stromkosten. Ein PS-Monster mit 560 Pferdestärken verbraucht auf der gleichen Strecke Sprit im Wert von 3.600 Euro. Allerdings sind Elektroautos noch sehr teuer in der Anschaffung. Ein Viersitzer kostet stolze 42.000 Euro. Die meisten Elektroautos haben eine Reichweite von 120 Kilometer. Wie weit es tatsächlich fährt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es kommt einerseits auf die technische Basis und Ausstattung des Fahrzeuges an. Dazu gehören zum Beispiel Gewicht, Ladetechnik und Batterietyp. Zudem spielen auch die äußeren Faktoren und die Nutzung des Fahrzeuges eine große Rolle. Gemeint sind damit die Umgebungs- bzw. Batterietemperatur, Stadt- oder Überlandfahrten und Reifenart des Elektroautos. Ja, und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich, liebe Zuschauer, den Geschäftsführer des Mercedes-Benz-Niederlassungsverbundes Ulm-Schwäbisch-Gmünd und Ravensburg. Herzlich willkommen, Thomas Witzel, schön, dass Sie da sind. Herr Bestmann, guten Abend. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass Sie diesen frisch errichteten Niederlassungsverbund sozusagen übernommen haben bzw. führen. Ein Jahr später, wie war das Jahr für Sie? Ja, das Jahr ging vorbei wie im Fluge. Also es war, ja, wie wenn es gestern gewesen wäre, dass das Jahr angefangen hat. Es gab viele, viele Veränderungen auch bei uns im Konzern und auch im Niederlassungsverbund. So die viel, viel intensivere Zusammenarbeit zwischen Ulm und zwischen Ravensburg. Ja, es hat natürlich schon erstmal die Menschen auch hier vor Ort erstaunt. Gehören wir jetzt sozusagen zu Ulm? War eine Frage, die man immer wieder gehört hatte. Was war letztendlich der Anlass dieses Verbundes? Gut, die Niederlassung Ravensburg wird die Niederlassung Ravensburg bleiben. Die Niederlassung Ulm wird die Niederlassung Ulm bleiben. Sinn und Zweck war im Grunde, dass wir eine größere Einheit bilden und dass wir dadurch für den Kunden schlagkräftiger werden. Das heißt, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir können durch den großen Verbund eine viel, viel größere Anzahl verschiedener Vorführwagen vorhalten, um immer auch das richtige Auto für den Kunden zu haben, das er haben möchte. Das ist innerhalb von einer Stunde von Ulm nach Ravensburg transportiert oder innerhalb einer Stunde von Ravensburg nach Ulm. Das ist das eine. Das zweite, wir stehen im Fahrzeuggeschäft auch unter einem massiven Kostendruck. Das heißt, wir versuchen durch das größere Gebilde hier Synergien zu heben. Synergien, die aber rein intern sind, die der Kunde nicht spüren darf, nicht spüren soll und meines Erachtens auch nicht spüren wird. Das heißt, interne Themen, wo wir uns drüber unterhalten, aber der Verkäufer, der Servicemitarbeiter, der Mensch in der Werkstatt wird nach wie vor für die Ravensburger Kundschaft da sein und auch die Niederlassung Ravensburg. Wir haben ja vorhin in diesem Einspieler gesehen, dass sich natürlich schon einiges tut auf den deutschen Straßen. Wir wissen auch, dass insgesamt deutschlandweit gesehen der Automobilmarkt, was neue Fahrzeuge angeht, tendenziell ein bisschen rückläufig ist. Die großen Autohersteller versuchen natürlich Einsparmaßnahmen aus diversen Gründen letztendlich zu erwirken, auch um in neue Geschäftsfelder zu investieren. Beispiel Elektromobilität. Ich habe den Eindruck, das kommt nicht so richtig voran, das Thema. Gut, Elektromobilität ist eine Technik, die eigentlich schon relativ alt ist. Also Mercedes gab es schon 1906 mit einem Elektroantrieb. Und die Elektromobilität, denke ich, ist auch in Deutschland schon relativ weit ausgeprägt. Ich sage ganz bewusst relativ, weil die Elektromobilität neben vielen, vielen Vorteilen, sprich, dass sie eine lokale Emissionsfreiheit hat, natürlich einige Nachteile hat, die technologisch einfach noch nicht lösbar sind. Und das sind primär der noch sehr, sehr hohe Preis des Energieträgers und zum Zweiten die Reichweite der Fahrzeuge.
auch abhängig von den Temperaturen. Jetzt haben wir ja bisher Gott sei Dank einen sehr, sehr milden Winter gehabt. Das heißt, da gibt es noch keine Einschränkungen. Mhm. Aber wenn die Temperaturen entsprechend sinken, sinkt natürlich auch die Leistungsfähigkeit der Batterie. Und da ist die Technik schlicht und einfach noch nicht so weit, um zu sagen, ich kann hier, ich will nicht sagen grenzenlos mobil sein, aber doch sehr, sehr flexibel mit meinem Fahrzeug umgehen. Was ist denn letztendlich die Motivation, sich ein E-Auto zu kaufen? Gut, ich denke, das muss man sehr differenziert anschauen. Es gibt sicherlich in erster Linie ökologische Gründe, dass Kunden sagen, ich möchte hier wirklich mit null Emissionen unterwegs sein. Ist das nicht Blödsinn? Mal kurz reingefragt, weil wenn ich meine, der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist sauber, ist das ja eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Da hängen Atomkraftwerke dran, Kohlekraftwerke, wie auch immer. Da haben Sie völlig recht. Also eine Elektromobilität macht natürlich nur Sinn, wenn Sie den Strom aus wiederverwertbaren Energien letztendlich oder aus Windkraftwerken etc. generieren. Von daher ist es extrem wichtig, dass der Strom, der zur Verfügung gestellt wird für die Fahrzeuge, dass er mit regenerativen Energien letztendlich begründet wird. Wir haben beispielsweise hier ein Projekt in Berlin im Moment am Laufen als Daimler gemeinsam mit der RWE, mit der Stadt und mit verschiedenen anderen Firmen, wo wir 100 Elektro-Smarts im Einsatz haben. Die Energieversorger stellen 500 Elektrotankstellen zur Verfügung und die Stadt stellt uns entsprechende Standorte da zur Verfügung und spezielle Parkplätze für diese Fahrzeuge. Und dort macht das natürlich sehr, sehr viel Sinn. Also erstaunlich finde ich ja schon, also Mobilität ist ein Grundbedürfnis letztendlich von uns Menschen, aber die Art und Weise, wie diese Mobilität stattfindet, hat mittlerweile eine solche Bandbreite bekommen. Ich habe E-Autos auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich, sag mal, PS-Boliden. Das sind Autos, die kosten auch gerne mal mehr als 100.000 Euro. Da stecken hunderte von PS drin. Klar, auch der Verbrauch wird immer effizienter, aber das passt doch eigentlich nicht mehr zusammen. Also ich finde, es passt sehr wohl zusammen. Also die PS-Boliden, wie Sie sie nennen, nenne ich jetzt eher mal Technologieträger. Mhm. Es sind die Fahrzeuge, die wichtigen Technologien voranbringen. Ich denke, ohne diese Fahrzeuge hätten wir heute kein ABS, wir hätten keinen Airbag, wir hätten keinen Spurassistenten, wir hätten keinen Active Brake Assist, wir hätten auch die ganzen Sicherheitssysteme, die in diesen sicherlich auch etwas teureren Fahrzeugen entwickelt werden, wo die Kunden dann auch bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben. Nur so können wir diese Entwicklungen vorantreiben und von daher ist es meines Erachtens extrem wichtig, auch für den Standort hier in Deutschland, dass wir, wie Sie nennen, die PS-Boliden, ich sage eher die Hightech-Fahrzeuge, auch mit großen Motoren, dass wir die weiterentwickeln und so auch unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit ganz klar stützen. Und die vorher erwähnten, und das sind ja nur Teilbereiche, erwähnten Sicherheitssysteme, kommen ausnahmslos alle aus den großen Autos und kommen ausnahmslos auch aus Deutschland. Die eine Sache sind natürlich die Antriebsmöglichkeiten, aber das Auto an sich wird sich ja auch unglaublich verändern. Man hört und liest und sieht immer wieder Fahrzeuge, die im Prinzip auch gar keinen Fahrer mehr brauchen. Die Dinger, die funktionieren quasi von selbst. Wird Deutschland irgendwann in ferner Zukunft nicht mehr hinter dem Steuer sitzen und trotzdem von A nach B kommen und ist nicht der ÖPNV sozusagen? Technologisch überhaupt kein Problem. Können wir machen. Wir können heute schon autonom fahren. Wir haben jetzt auch die neue S-Klasse vorgestellt. In der S-Klasse ist es absolut möglich, autonom zu fahren. Es ist nur im Moment so, dass es der Gesetzgeber noch verbietet, das autonome Fahren. Also Sie haben heute die Möglichkeit, indem das Fahrzeug mitdenkt, indem über Kamerasysteme die Fahrbahn und die Fahrbahnränder abgetastet werden, im Grunde ohne, dass das Lenkrad berühren, zu fahren. Das System schaltet nur automatisch nach einigen Sekunden ab, weil, wie gesagt, es noch keine gesetzliche Grundlage für autonomes Fahren gibt. Ich denke, es ist schon die Zukunft. Ob es jetzt unbedingt bei Pkw der Fall sein wird, wage ich ihm auch zu bezweifeln, weil dort auch der Fahrspaß und die Emotionalität und die hohe Flexibilität, wo ich hinfahren möchte, eine große Rolle spielt. Ich sehe es eher in der Nutzfahrzeugseite. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Sie ähnlich wie ein Güterzug ganze Lkw-Kolonnen hintereinander koppeln und es sitzt ein Fahrer vorne und der bewegt einen Lkw-Güterzug. Und die anderen Fahrer, die sicherlich an Bord sein müssen, können irgendwelche andere Dinge tun. Dadurch haben Sie nur einen, der sich auf den Verkehr konzentrieren muss. Und Sie sparen natürlich extrem Verkehrsfläche, weil Sie die Fahrzeuge so eng puffern können und erreichen uns im Grunde
5 Meter. Wo geht die Reise hin? In diesem doch krassen Markt im Automobilmarkt. Ja, Europa ist sicher nicht der Wachstumsmarkt wie China oder wie Russland oder manche andere Märkte hier auf der Welt. Aber ich denke, wir sind eine Konstante. Und ich denke, gehe davon aus, dass wir in 2014 ein vernünftiges bis gutes Automobiljahr bekommen, das meines Erachtens auf gar keinen Fall schlechter wird wie das schon sehr vernünftige und gute Automobiljahr 2013. Wir werden das unsere dafür tun, um dort auch für Furore zu sorgen. Wir haben viele Produktneuvorstellungen. Wir werden eine neue C-Klasse präsentieren. Wir werden einen neuen kleinen SUV, den GLA, präsentieren. Wir werden einen neuen Viano präsentieren. Also eine Vielzahl von Produktneuheiten, die wir in der Pipeline haben. Und da gehe ich davon aus, dass wir unsere Kunden damit begeistern können und weiter sehr, sehr positiv am Markt teilnehmen können. So sehen es letztendlich auch die Mitbewerber am Markt, die ebenfalls mit ihren Produktneuheiten natürlich ein echtes Feuerwerk abschießen werden. Wir sind gespannt, was das Automobiljahr 2014 insgesamt im Markt bringen wird. Ich freue mich sehr, dass Sie hier waren. Thomas Witzel, der Geschäftsführer der Mercedes-Benz-Niederlassung in Ulm, Schwäbisch Gmünd und Ravensburg. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit hier bei Chefsache. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Am Mittwoch ist es soweit. Und bis dahin bleiben Sie dran. Es geht natürlich gleich wieder weiter mit dem Journal. Tschüss.